Jeder, der meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich vor ungefähr 2 Jahren von Android und Windows hin zu Apple gewechselt bin. Und in diesen 2 Jahren habe ich die Produkte von Apple wirklich lieben gelernt und nutze sie eigentlich fast ausschließlich in meinem Alltag. Ich habe ein iPhone, AirPods, ein Apple Watch, ein Mac und auch ein iPad. Doch ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was in der Android-Welt eigentlich so abgeht und wie gut sich Android-Geräte bzw. auch Windows im Vergleich zu Apple-Produkten so schlagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle mein komplettes Setup einfach mal wieder auf Android und Windows um. Und die wohl wichtigsten 3 Produkte, die habe ich jetzt hier und ich würde sagen, wir packen sie gemeinsam aus. Es geht mir um Folgendes, und zwar um ein neues Smartphone, was mein iPhone 12 Mini ersetzen wird, meine neuen Kopfhörer, die meine AirPods Pro ersetzen werden und auch meine neue Smartwatch, die meine Apple Watch Series 6 ersetzen werden. Und deswegen würde ich sagen, wir packen das alles jetzt einfach mal ganz kurz beiseite und dann schauen wir uns die neuen Sachen einfach einmal an. Und ich möchte dabei mit dem Pixel 5 beginnen. Ja, es ist das Android-Smartphone meiner Wahl. Warum ist eigentlich ziemlich simpel? Es ist wohl eines der coolsten Android-Smartphones mit 6 Zoll und ich liebe so kompakte Geräte und es läuft reines Android darauf. Bevor ich damals zu meinem iPhone 11 Pro gewechselt bin, hatte ich ein Google Pixel 2 XL und das hier ist nun das Google Pixel 5 und ich habe es mir nicht gekauft. Nein, der liebe Lars von Lemmys Tech-Kiste bzw. von This is Apple war so lieb, mir sein Google Pixel für diesen Testzeitraum zur Verfügung zu stellen und er hat mir sogar eine Schutzhülle mitgegeben und ich muss ein klein bisschen flunkern, denn dieses Google Pixel 5, das hatte ich heute schon im Einsatz. Ich konnte es einfach nicht lassen, es auszuprobieren. Wie gesagt, der Hauptgrund hierfür war das reine Android und die 6 Zoll. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen meine Bedenken. Wie gut wird der Umstieg funktionieren? Ich kann schon mal so viel sagen, ich konnte einiges an Daten übertragen, WhatsApp und Bilder gehörten leider nicht dazu und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das alles hier drauf bekomme. Aber ich muss auf jeden Fall festhalten, es war wirklich eine Genugtuung, dieses Smartphone heute in den Händen zu halten und es war ziemlich cool, einfach mal direkt ein paar Vergleiche zu ziehen. Ich denke auf jeden Fall, dass das Google Pixel 5 ein ultra spannendes Gerät ist. Es kam ja ziemlich ähnlich zu den iPhone 12 Modellen auf den Markt und ich werde auf diesem Kanal auch auf jeden Fall das Google Pixel 6 testen. Und das wird vermutlich das dann erstmal ablösen. Mal sehen, ob erst das iPhone 13 oder das Google Pixel 6 auf den Markt kommt. Ich möchte mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr diesem Smartphone widmen, denn ich habe jetzt 2 Sachen, die ich noch nicht ausgepackt habe und die für mich gerade doch ein klein bisschen spannender sind. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem, was etwas weniger spannend ist und das sind meine neuen Kopfhörer, die meine AirPods Pro ersetzen werden. Die Sony WF-1000X Mark 4. Ich habe mittlerweile eine Reviews darüber gesehen und ich würde sagen, auch hier fackeln wir nicht lang und holen die einfach mal aus ihrer Verpackung. Auch die habe ich nicht neu gekauft, wie jeder hier einfach sehen kann. Sie sind aus dem Amazon Warehouse und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich simpel. Sie waren nicht anders verfügbar. Die hier sollen wie neu sein, haben glaube ich 20 Euro weniger gekostet und waren dafür aber bereits heute da und nicht erst irgendwann im August. Deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach mal, wie gut Amazon Warehouse Produkte sind und was bei Amazon Warehouse wie neu bedeutet, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich interessant, da ich noch nicht allzu viele Produkte von Amazon Warehouse hatte. Man sieht auf jeden Fall, dass das hier neu zusammengeklebt wurde. Und hier liegen sie drin. Ich habe das Modell hier in weiß, geladen wird über USB-C. Interessant. Ah, das wirkt irgendwie ein klein bisschen wackelig. Okay, okay. Was haben wir sonst noch hier drin? Ich denke mal einiges an Ohraufsätzen und eine ganze Menge Papierkram. What the fuck? Was ist denn das? Das ist viel zu viel Papierkram, der mich überhaupt nicht interessiert. Ansonsten mit dabei ist einfach, denke ich mal, nur ein kleines Kabel von USB-C auf USB-C und Eartips. Und zwar keine normalen Silikon-Eartips, sondern solche aus solchem Mesh, das sich anpasst. Und ich möchte diese Kopfhörer jetzt einfach mal
ganz kurz zumindest mal mit meinem Pixel verbinden und mal schauen, wie einfach das funktioniert. Ich habe die gerade frisch gekauft, die sind so, wie sie aus der Box kommen. Und ich nehme mir jetzt mein Smartphone und schau mal, ob sich irgendwas tut, wenn ich sie einfach daneben öffne. Okay, da passiert gar nichts, aber ich muss auch ehrlich sagen, die sind keine Google Pixel Buds. Ich hätte kaum erwarten können, dass ich hier automatisch was tue. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie koppel ich das beides miteinander und ob das automatisch über Bluetooth eine Verbindung aufbaut. Neues Gerät koppeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das hier irgendwie gedrückt halten muss. Vor allem, da ich kein... Vielleicht muss ich sie auch einfach rausnehmen. Kann ja sein. Das ist rechts, das ist links. Okay. Das ist erstmal etwas ungewohnt. Also verbunden haben die sich jetzt schon mal nicht. Und ich glaube, ich muss einfach mal in die Bedienungsanleitung gucken. Ich sehe hier keinen Knopf an dem Gehäuse, der zum Koppeln da ist. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass das irgendwie einfacher funktioniert. Aber wie ihr seht, die werden mir hier nicht angezeigt. Die haben mir zwar gerade gesagt, dass sie voll geladen sind. Und ich hätte jetzt, wie gesagt, erwartet, dass hier irgendwie ein kleiner Knopf dran ist, den ich drücken kann, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Aber nix da. Nun gut, ich mag mich damit nicht allzu lange aufhalten. Ich werde es am Ende viel, viel einfacher, als ich jetzt aktuell denke. Und ich muss nur auf irgendwas drücken, was bestimmt in einem von dieser 1000 Bedienungsanleitungen steht. Erster kleiner Kritikpunkt, das funktioniert, finde ich, bei Apple deutlich besser. Würde vermutlich aber mit den Google Pixel Buds hier genauso gut funktionieren. Einfach weil die dann ebenfalls diese Animation haben, wenn man die direkt daneben öffnet. Ansonsten bin ich aber auf jeden Fall gespannt, die Kopfhörer zu testen. Einfach schlichtweg, weil es aktuell, zumindest von dem, was ich gehört habe, die besten In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling in Bluetooth auf dem Markt sein sollen. Und das klingt für mich doch mal ziemlich interessant. Doch ein Paket, das habe ich hier natürlich noch. Und dieses Paket, das kommt von Grover. Denn ich habe mich tatsächlich entschieden, einige der Geräte bei Grover zu mieten, weil ich ja schlichtweg vorhabe, die nur einen kurzen Testzeitraum zu testen. Und es somit für meine Steuer einfach deutlich einfacher ist. Und ich vor allem mir am Ende keine Sorgen darüber machen muss, wie ich sie verkaufen kann. Ansonsten kennt ihr ja meine Meinung zu Grover. Zum privaten Gebrauch ist das in meinen Augen nicht wirklich zu empfehlen. Aber... genau für solche Zwecke kann das durchaus ziemlich nützlich sein. Und hier drin ist ebenfalls was ziemlich Spannendes, wo ich extrem lang drüber nachgedacht habe. Und zwar eine Samsung Galaxy Active 2. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass die nicht neu ist. Ich wusste ja, dass man bei Grover auch genutzte Geräte bekommen kann. Ich habe aber irgendwie tatsächlich doch damit gerechnet, was Neues zu bekommen. Vor allem für die Preise, die Grover verlangt. Aber okay, die ist nicht neu. Ich werde sie trotzdem erstmal einfach auspacken. Und bevor ich den Deckel anhebe, euch verraten, warum es die Samsung Galaxy Active 2 geworden ist. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein Krampf. Ich habe Ewigkeiten hin und her gelegt, welches Smartwatch ich nun nehmen möchte und welches ich nicht nehmen möchte. Mir war einerseits wichtig, dass es keine übelst klobige ist, hier in meinem Arm übelst groß ist, weil ich das einfach schlichtweg nicht mag. Ich möchte halt irgendwas, was halt ähnlich dezent aussieht wie so eine Apple Watch. Muss nicht unbedingt viereckig sein, kann auch rund sein. So, da hatte ich dann relativ wenige Modelle nur noch zur Auswahl. Zum Beispiel die TicWatch E3, wenn ich mich nicht irre.
Die war ziemlich ähnlich aufgebaut, hatte aber kein OLED-Display und ist deswegen für mich weggefallen. Ich hatte auch eine von Garmin gesehen, die ich ziemlich interessant fand. Die Venix, wenn ich mich, oder Venu, wenn ich mich nicht irre, wie die hieß. Aber letzten Endes muss ich wirklich sagen, es gibt unheimlich viel Auswahl, relativ wenige Premium-Modelle. Und die, die Premium sind, die sind meistens Premium, weil sie doch eher krasse Uhren sind und nicht krasse Smartwatches. Und ich bin unheimlich gespannt vor allem darauf, was dieser Nachfolger mit sich bringt, der eventuell schon beim Galaxy Unpacked Event am 11. August, wenn ich mich nicht irre, vorgestellt wird. Und dann werde ich auch direkt zum Nachfolger greifen und dann kann ich auch direkt mal die neuen Google Wear OS Funktion testen. Denn Wear OS soll ja ziemlich stark überarbeitet werden, ein riesiges Roundup bekommen, zusammenentwickelt mit Samsung. Und dann sollen die Android Wear Ohren zumindest ansatzweise hiermit aufschließen können oder vielleicht sogar in einigen Bereichen besser werden als Apple Watches. Wir werden es sehen. Meinen ersten Test mache ich jedoch auf jeden Fall jetzt mit der Active 2 und ich würde sagen, wir machen die mal auf. Wir bekommen einen kleinen Ladepuck, wie wir das auch bei der Apple Watch kennen und was ich zu lieben gelernt habe. Und wir bekommen die Uhr. Mehr ist hier nicht drin. Die Uhr als solche, die finde ich wirklich ziemlich schick. Und auch das Silikonarmband macht einen sehr guten Eindruck. Und ich muss ehrlich sagen, auf den ersten Eindruck sieht diese Uhr wirklich wie neu aus. Kann ich Grover überhaupt keinen Vorwurf machen. Und ich mag sie mir jetzt zumindest einmal ganz kurz um den Arm machen. Wenn das so einfach funktioniert. Die Knöpfe sind rechts. Und ich denke mal. Ja, ziemlich simpel. Nicht ganz so dezent wie die Apple Watch. Aber durchaus sehr schön und es ist auch hier das 44mm Modell und nicht das 40mm Modell, was theoretisch auch möglich gewesen wäre. Kann ich mir auf jeden Fall im Alltag erstmal ziemlich gut vorstellen. Werde ich jetzt laden und werde ich testen. Obwohl ich echt sagen muss, dass ich bei den Uhren im Android-Bereich mit am skeptischsten bin, weil ja schon die Apple Watches den Ruf haben, die besten zu sein. Aber wir werden sehen. Wie ihr gesehen habt, fehlen noch zwei Sachen und zwar ein Tablet und auch ein Computer. Und die kommen vermutlich am Montag an und ich mag die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Sind beides ziemlich, ziemlich interessante Geräte in meinen Augen. Und die werden wir dann ebenfalls hier zusammen auspacken und dann erzähle ich hier noch ein bisschen dazu. Ich habe tatsächlich aber noch einen ganz, ganz kleinen Trumpf in der Hinterhand. Denn ich mag mir ja nicht nachsagen lassen, dass ich im Android-Bereich jetzt nur ein Mittelklasse-Smartphone teste. Nein, ich habe mir tatsächlich den Kings der Kings von einem guten Kumpel zuschicken lassen, dem guten Oliver, dem Smartphone-Blogger. Und es handelt sich um das angeblich beste Android-Smartphone auf dem Markt. Das Xiaomi Mi 11 Ultra, hier mit einem wunderschönen Skin. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, das im Alltag zu testen. Ich bin wirklich dankbar, dass ich die Möglichkeit gleich habe, zwei echt coole Android-Smartphones zu testen. Und ich muss ehrlich sagen, auch hier war mein erster Eindruck erstmal so, es fühlt sich gar nicht mal so groß an, weil es relativ schmal ist, aber es ist sehr, sehr kopflastig. Das Ding habe ich im Alltag noch gar nicht getestet, werde ich natürlich aber auch in den nächsten Wochen tun. Und dann wird es nach und nach meine ersten Eindrücke geben zu der Smartwatch, zum Smartphone, zu den Kopfhörern, dann auch zu dem neuen Computer und dem neuen Tablet. Ich halte euch über alles auf dem Laufenden, wie die Eingewöhnungsphase abläuft, was ich vermisse, was ich gut finde. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt ein Abo da lassen. So Leute, das war's mit dem kleinen entspannten Unboxing. Ich hoffe, ihr hattet ein klein bisschen Spaß. Wenn das war, lasst gerne ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.